Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich würde euch gerne heute ein bisschen was Statistisches zu meinem Lesejahr 2023 erzählen. Ich muss mal gucken, vielleicht blende ich euch noch ein paar Bilder ein. Ich gucke mal, wie dynamisch das Ganze wird, ob es mich langweilt beim Schneiden und werde das dann spontan entscheiden. Ich hatte mir keine Challenge gesetzt für das Jahr 2023, weil das auch so das erste Jahr nach dieser Naturkatastrophe war, in dem ich wieder ganz normal lesen konnte und nicht nur mich auf Hörbücher fokussieren musste, sondern auch wieder geschriebene Worte genießen konnte. Und das ist auf jeden Fall schon mal, ja, die halbe Miete, wie man so schön sagt. Ich hatte mir nur dieses Goodreads-Ziel, oder mittlerweile bin ich ja jetzt bei Rido, kann ich euch auch mal meinen Account verlinken, folgt mir da gerne. Ich werde da jetzt auch diese monatlichen Leserunden gerne parallel auch bei Rido einstellen, so dass wir uns da auch ein bisschen austauschen können. Ich glaube, das klappt einfach besser als über YouTube, über diese Kommentarfunktion. Genau, deswegen, also da ist der Austausch auf jeden Fall schon jetzt im Januar viel, viel reger als unter den YouTube-Videos. Deswegen, das werde ich einfach beibehalten und genau, selbst wenn ich dann nicht mit kommentiere und nicht mit mich da austausche, dann könnt ihr das aber untereinander während des Lesens dann gerne schon tun. Genau, also wie gesagt, ich hatte mir ein Ziel von 70 Büchern gesetzt. Ich habe 81 Bücher laut Rido im letzten Jahr beendet. Und das waren insgesamt 29.408 Seiten. Mein lesestärkster Monat war der April mit 3.470 Seiten. Das macht 13 Bücher oder 14, kann ich gerade nicht so genau erkennen. Und mein schwächster Monat war der September mit ungefähr 600 Seiten und das war ein Buch. Und das war Four Swing. Ich weiß es ganz genau. Könnte ich jetzt auch nachgucken, wie viele Seiten das hat, aber ist jetzt nicht so schlimm. Das soll so reichen, würde ich sagen. Ja, genau. Ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen von Dunjas Lesetagebuch. Ich fand das sehr, sehr hübsch aufgemacht. Dunja, ich habe dir ein bisschen was geklaut. Ich hoffe, das ist okay. Also ich habe so ein ganz normales gepunktetes Notizbuch und habe schon seit mehreren Jahren immer meine Statistiken aufgeschrieben. Ich kann euch das auch mal eben zeigen. Da schreibe ich mir immer oberhalb in die Seite, schreibe ich mir die Neuzugänge auf und unten dann ab der Hälfte der Seite das, was ich gelesen habe. Und neuerdings seit letztem Jahr schreibe ich mir auch noch immer unser Leserundenbuch dann in dem entsprechenden Monat drauf. Genau. Wir gehen aber jetzt nicht Monat für Monat durch. Das finde ich jetzt so ein bisschen zu langweilig für das Video. Ich habe mir noch Bukopoli mal mit auf den Schirm geholt, weil wir haben im Januar eine Runde gewürfelt und ich habe dieses Buch nie gelesen und habe danach auch gar nicht mehr gewürfelt. Ich halte mir das jetzt für 2024 mal so ein bisschen offen, weil mir schwebt da eigentlich, wenn überhaupt, lieber etwas anderes vor. Ich würde, wenn überhaupt, gerne intensiver nochmal in diese Try-A-Chapter einsteigen. Das sollte jetzt auch mit besseren Voraussetzungen vielleicht ein bisschen besser klappen. Zum einen ist hier oben wieder alles in Schuss. Die Bücher sind wieder alle an einem Haufen. Auf einem Haufen. Und ich habe jetzt eine Kamera, die man viel, viel besser mitnehmen kann, die ich auch durch die Etagen mitnehmen kann. Das heißt, da kann ich mich mit euch auch mal gemütlich ins Wohnzimmer setzen und mal eine Runde mit euch quatschen. Das eignet sich für so ein Try-A-Chapter, glaube ich, besser in so einer Vlog-Form. Das würde ich gerne mit den alten Subbüchern machen, also die Leichen des Subs, die würde ich gerne mit euch angehen. Das würde ich dem Bukopoli aktuell bevorzugen und auf das Bukopoli kommen wir dann später, wenn die schlimmsten Leichen schon mal vom Sub sind. Das wäre so mein Ziel. Genau. Ich habe mir dann auch noch aufgeschrieben, aus was für Ländern denn die Autoren so waren, die ich gelesen habe. Das fand ich jetzt ganz spannend, weil die Fabienne ja ganz speziell nach japanischer Literatur gefragt hatte und ich musste mir dann die Frage stellen, puh, woher kommt denn eigentlich die Literatur, die ich so lese? Und ich habe das jetzt im Nachhinein für das Lesejahr 23 mal aufbereitet.
Habe aber jetzt vor, für 24 das ja mit ins Lesejahr zu nehmen. Also ich werde das parallel dann immer schön mit ausfüllen. Zum einen, wo die Autoren her waren und zum anderen dann, wo die Bücher denn so gespielt haben. Also die Autoren, die ich gelesen habe, da ist als Vorreiter zu nennen, Deutschland ganz, ganz knapp mit 21 deutschen Autoren. Danach kommt sofort Nordamerika mit 20 Autoren. Dann habe ich 9 Autoren aus England belesen, habe 3 Autoren aus Österreich belesen, habe 2 Autoren aus jeweils Frankreich, Norwegen und der Schweiz gelesen und jeweils einen Autoren aus Mexiko, Schweden, Russland, China und den Niederlanden. Da kann es jetzt sein, dass ich auch mehrere Bücher von einem Autoren gelesen habe, aber ich habe den Autoren dann nur einmal gezählt, weil der einmal in meinem Jahr dann vorgekommen ist. Ja, genau, die Bücher spielten überwiegend in 23 bei mir in fiktiven Welten, und zwar 24 Fantasy-Bücher in fiktiven Welten. Dann haben wir 14 Bücher, die in Amerika gespielt haben. Dann haben wir 10 Bücher, die in Deutschland gespielt haben und 10 Bücher, die in England gespielt haben. Dann haben wir jeweils 2 Bücher in Schweden und in Jerusalem. Und wir haben jeweils ein Buch in Mexiko, Russland, Österreich, in der Arktis, in Afrika, in Frankreich, in den Niederlanden und in Norwegen. Genau, fand ich auch ganz spannend. Finde ich auch echt interessant, was dann so für Länder zusammenkommen. Ich wollte mir jetzt mal gerne für nächstes Jahr so eine Weltkarte noch irgendwie mit reinstempeln und dann so ein bisschen markieren. Das ist schon spannend über ja, was für Länder und Gebiete man so liest, ne? Dann habe ich mir eine Statistik für die Genre gemacht. Da habe ich das dann in bunten Farben, in den Textmarkerfarben und habe dann jeweils ja, mir so ein Balkendiagramm. Also vielleicht blende ich es euch auch ein. Ich mache, glaube ich, Fotos von den einzelnen Seiten und blende die euch mit ein. Dann ist das für euch auch ein bisschen spannender zu sehen. Und da ist natürlich ganz klar Fantasy der Vorreiter mit 31 Büchern. Dann haben wir als zweitstärkste Kategorie die Belletristik mit geschlagenen 14 Büchern. Dann kommen Kinderbücher, das waren 9 Stück an der Zahl. Danach kommen historische mit 6 Büchern und Thriller mit 6 Büchern. Danach kommt Love, das habe ich zusammengefasst, weil es mir furchtbar schwer, weil ich mich da furchtbar schwer tue, das auseinanderzuklamüsern. Für mich sind das Love Stories. Da habe ich 3 Bücher gelesen. Dann habe ich 2 Bilderbücher gelesen und auch 2 Klassiker und 2 Bücher, die in Richtung Gothic gehen. Dann ein Sachbuch und ein lyrisches Buch. Das müsste das von Max Richard Lessmann gewesen sein. Genau. Dann habe ich mir die Übersicht der Verlage genauso aufgebaut, wie Dunja das gemacht hat. Ich fand das so schön in dieser Tropfenform. Da passen wohl meine Proportionen nicht. Also da habe ich mich so ein bisschen verschätzt. Vielleicht malt man die Tropfen auch besser erst, wenn man die Strichliste der Verlage hat. Keine Ahnung, ich muss mal gucken, wie ich das jetzt nächstes Jahr mache. Ich glaube, ich habe schon angefangen, es vorzubereiten. Egal, auf jeden Fall ist der meistbelesene Verlag von mir letztes Jahr gewesen, der Heine Verlag mit 12 Büchern. Danach kommt der Fischer Verlag mit 7 Büchern. Danach kommt der Insel Verlag mit 5 Büchern. Ich muss mal gucken, ob ich hier keinen übersehe. Danach kommt der Festa Verlag und der DTV Verlag jeweils mit 4 Büchern. Oh, und der Knauer Verlag auch noch mit 4 Büchern. Dann haben wir den Kiwi Verlag mit 3 Büchern und den Lux Verlag mit 3 Büchern. Dann haben wir jeweils 2 Bücher aus dem Ullstein Verlag, dem BTB Verlag, dem Piper Verlag, dem Diogenes Verlag, dem Blanc-Vallée Verlag
und dem CH Beck Verlag und dem Rowohlt Verlag. Und dann haben wir jeweils ein Buch aus dem Self-Publisher-Bereich, aus dem Kindler-Verlag, Carlsen, Arena, Eichborn, Oettinger, List, Emmons, Koppenrath, Limes, Thienemann, genau, dem Wow Books, dem, wie heißt das, Buchheim-Verlag, das war der Fährmann, dem Atrium Verlag, dem Lucifer Verlag und dann Ravensburger, Oktaven, Kamper, Herder, Kaufmann und Bukoya. So, das sind insgesamt 36 Verlage, die ich belesen habe. Genau. Bin ich dunkler geworden oder sieht das jetzt nur so aus? Ich hoffe nicht. Ja, dann habe ich noch eine Auswertung gemacht, ob ich mehr männliche Autoren gelesen habe oder mehr weibliche. Da hat für mich jeder Autor auch nur eine Stimme bekommen, auch wenn ich mehr Bücher, also mehr als ein Buch von diesem Autoren gelesen habe. Und ich war sehr erstaunt, hätte ich tippen müssen, hätte ich gesagt, ich habe mehr männliche Autoren gelesen. Ist aber gar nicht so und ist auch deutlich nicht so. Also ich kann euch sagen, ich habe 40 Bücher gelesen von weiblichen Autoren und ich habe 21 Bücher gelesen von männlichen Autoren. Also das stimmt so ja auch nicht, weil ich habe ja vielleicht sogar noch mehr Bücher gelesen, aber ich habe 40 weibliche Autoren gelesen und 21 männliche. Genau, und ich habe, wie gesagt, ist das eigentlich richtig in meiner Denke? Ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel von hier die Spiegelreisende, die Autorin, da habe ich ja 3 Bände im letzten Jahr von gelesen, habe die Autorin aber nur einmal gezählt. Genau, deswegen stimmt auf jeden Fall diese Anzahl nicht mit meinen gelesenen Büchern überein. Aber für mich macht das eigentlich auch so Sinn, weil warum sollte ich die doppelt zählen, ne? Ja, es geht ja um die Autoren und nicht um die Bücher in dem Moment. Ja, sorry, ich musste mir da gerade nochmal selber klar machen, was ich hier eigentlich mir notiert habe. So. Und dann war es auch noch ganz spannend, dann habe ich mir noch so ein Range gemacht, wie denn meine Sternebewertung so war vom letzten Jahr. Und ich hatte 30 Fünf-Sterne-Bücher, ich hatte 29 Vier-Sterne-Bücher, ich hatte 10 Drei-Sterne-Bücher, ich hatte 8 Zwei-Sterne-Bücher und ich hatte ein Ein-Sterne-Buch, was ich abgebrochen habe. Mega. Mega gut, finde ich. Also das ist eine ganz, ganz tolle Statistik. So kann das bleiben. So macht das Lesen auch Spaß. Ja, und dann hatte ich mir noch notiert, dass ich aus den LGBTQ-Plus-Themenbereichen 3 Romane gelesen habe und da war jeweils Transgender-Thema beziehungsweise Transgender-Charaktere kamen drin vor. Genau. Und das war meine grobe Statistik. Ich würde jetzt in einem Teil 2 und in einem Teil 3 noch meine Tops und meine Flops euch nochmal vorstellen vom Jahr. Und ja, somit dann das Lesejahr 2023 mit euch abschließen. Genau, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch wieder reinschaut. Schreibt mir doch mal gerne, ob ihr euch auch spezielle Sachen trackt, ob ihr euch spezielle Sachen festhaltet, was euch da ganz besonders interessiert. Vielleicht habt ihr auch noch was, womit ihr mich inspirieren könnt, was ihr vielleicht von mir auch noch gerne sehen wollt. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich dann alles aufnehme, denn ja, für mich darf das nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Dann mache ich das wieder nicht regelmäßig, da kenne ich mich zu gut. Also das muss alles noch irgendwo im Machbaren und im Rahmen liegen. Ich habe da keinen Bock drauf, einmal sonntags eine Stunde nur mit so Auswertungen zu verbringen. Da bin ich einfach nicht so der Typ für. Aber so, das finde ich jetzt ganz okay, und ich glaube auch, dass das, wenn ich das über das Jahr über begleitend mache, dass das dann sogar noch einfacher ist und man dann quasi zum Jahresende das alles nur noch zusammentragen muss, ne? Ja, ich habe mir auf jeden Fall für nächstes Jahr noch eine Seite gemacht mit Videoformaten, die ich gerne
intensiver machen möchte. Vielleicht ist das auch noch was Interessantes für euch. Und zwar möchte ich gerne das Videoformat Ich lese eure Lieblingsbücher. Da habe ich jetzt mal in jedem Monat ein Video geplant. Das wäre mir schön, wenn wir das irgendwie hinkriegen, 12 Videos dieses Jahr in dieser Reihe zu produzieren. Dann habe ich mir ebenfalls vorgenommen, 12 Videos in dem Format Try a Chapter für den alten Sub zu machen, mit jeweils vielleicht 3 Büchern, fände ich ganz gut. Genau, und das heißt, ich würde die dann gerne mit euch anlesen, auch in so einem, ja, in so einer Art Vlog und dann einfach gucken. So, genau, jetzt musste ich gerade unterbrechen, weil die Kamera überhitzt war. Auf jeden Fall soll dieses Trial Chapter dann quasi für den ganz alten Subabbau dienen. Da habe ich auch 12 Videos für nächstes Jahr geplant oder für dieses Jahr. Und dann habe ich mir das Format Bookopoly mal mit 4 Videos reingeschrieben, damit Platz dafür ist. Falls ich zwischendurch vielleicht mal eine Entscheidungsschwierigkeit habe, was ich lesen möchte oder, keine Ahnung, irgendwas ganz besonders Lust habe, Bookopoly zu spielen, dass die Option da ist, aber das ist wirklich, wie gesagt, ganz hinten angestellt, weil ich viel, viel lieber mit euch Try-a-Chapter-Videos machen möchte. Ja. Um diesen alten Sub mal loszuwerden, beziehungsweise mal zu schauen, ob wirklich alle Bücher noch was für mich sind und ich auf alle Bücher noch Lust habe, die hier stehe, weil einige wirklich schon sehr, sehr lange hier sind. Genau, das wären meine Ziele für das nächste Lesejahr. Ich habe mir jetzt das Goodreads-Ziel bzw. das Readout-Ziel erhöht. Ich habe das jetzt auf 80 Bücher erhöht, einfach weil ich ja, diese Bücheranzahl jetzt dieses Jahr geschafft habe. Mal gucken, wie das so laufen wird und schreibt mir gerne mal, was ihr euch vorgenommen habt für das Lesejahr 2024. Macht ihr euch Challenges oder beschränkt ihr euch da auch nur auf eine Buchanzahl fürs gesamte Jahr? Ich habe jetzt erstmalig nochmal die 24 in 2024 rausgesucht. Die liegen hier. Mal gucken, wie viel dann davon weggelesen wird. Bislang sieht es ganz gut aus. Das erste ist in Arbeit. Und ja, dann schauen wir mal am Jahresende, wie das so geklappt hat. Genau, ich danke euch sehr fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lasst gerne einen Kommentar da und wenn noch nicht passiert, abonniert auch gerne diesen Kanal. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Danke euch und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.